des Rings. Manchmal für einige Sekunden erblicke, erblinzele, erblitze ich es noch oszillatorisch, das Lebendige. Und sogleich entzieht sich die Empfindung wieder. Denn im Moment des Aktes der Vereinigung von Leibern erinnert es sich unweigerlich daran, dass das Fleisch da einem anderen Gleisten gegeben und somit verderbliches Fleisch, goldenes Vlies ist, dem Untergang geweiht. Liebe. Diese Lebenspforte ist also, keine Buchstaben können das verursachen. Kein Algorithmus durchwuchert oder schließt die Ringpforte, welche Leben und Tod miteinander verbindet, sondern nur ein Ringdifferenzgenerator. Ringdifferenzgenerator. Jene fleischige Öffnung, Kluft, Spalt, Volvulus, gemacht aus organischem, erschafft den Übergang in den Gezeiten vom Diesseits und Jenseits. Erschafft Metapher, Sprung, Sprache, Gleiten, Vergehen, Metonymie und Tod. Aus organismischem Fleisch, Fleiß, Loch, Generator windet sich heraus Sprache, Durchtauschakt, Geschlechtung und somit Tod. Und weil man das Fleisch Durchgangspforte annehmen muss, es gebrauchen, es durchdringen, sich gebrauchen lassen, sich zum verderblichen Fleisch machen lassen muss, wenn man wieder falsch werden will. Ohne Gebrauch, vernichtet, ausgelöscht werden, ohne sich gebaruchen, räuchern und aufessen zu lassen, gibt es keine Persistenz. Der Ring, der Differenzgenerator löscht alle Vorstellungen vom Realen aus. Tilgt unser Geworfensein ins reale, qua wabbelig, matschiges Kaulquappenfleisch aus und rückverwandelt das in eine Ewigkeits-Rüstlichkeitspersistenzvorstellung von einem symbolischen Persistieren, Durabilität, Dauerhaftigkeit, Unvergänglichkeit. Lebenswort, Werdensort, Vergessensortsrand. Ein Ringpfortengenerator, eine nach innen gestülpte Polypendoppelmembran oder eine Kugelzellmembran, die so lange eingedellt wird, um schließlich zum Schnuller zu werden. Zur Fiole, zur Amphore. Was der Frau fehlt. Die Lücken sind die Genitalöffnungen der zu Bette gehenden Frauen. Da fehlt etwas, beschreibt den Hauptcharakter des weiblichen Genitales. Freud. Form wird zu Kelch und Gral. Nicht das, was ihr fehlt, sondern was ihr gleichwohl zu eigen ist. Was wäre das? Was ist es, das den männlichen Blick vexieren, faszinieren und fixieren macht? Es ist dasjenige, was von der platonischen Idee, Bild, Vorstellung gegentammt, nämlich eines Dings, das hier nicht vorhanden ist bei der Frau, den Übertritt hin zum aristotelischen Begriff der Form ausmacht. Nämlich jene phänomenale Entität, die den Übergang markiert vom Großmöglichen, Energeia, zur faktischen Wirklichkeit. Ein Blick, durch den und der durch Begierde auf die Frau gezogen wird, damit die Vision eines zukünftigen potenziell werden kann. Durch ein Abziehbild, das vorab ahnen lassen kann, die Projektion von der jetzigen auf die zukünftige Form, die entstehen wird können, die Proportionalitäten und Linien einer geschwungenen Körperlandschaft, die bevorzugten Lokalitäten. Ich hatte gesehen, was zu sehen war, jetzt wollte ich Unbekanntes entdecken, Petrarca. Das also transportieren Frauen nicht als real malendes, sondern als real vorhandenes, die Form. Gestalt, Form, Figur. Das, was sie haben und also überliefern können, ist, was man als Form erblickt und woraus man die daraus potenziell entstehenden Zukunftsformen visioniert. Die Anatomie ist das Schicksal. Die Form des Körpers entscheidet über das Schicksal der kommenden Körper. Seit Platon nennt man das Schönheit, nämlich als jener Wunsch, in eine extraordinär auserwählte Form hineinzukriechen, aus der sodann die Pyramide der eigenen Wiedergeburt sich aufformen möge, entsprechend der Mischung zwischen der eigenen und jenes stromlinienförmigen anderen Zaubergefäßes, in aus dem Unmöglichkeit und Unwahrscheinlichkeit reale Wirklichkeit und Wirksamkeit werden kann. Kanonische Körper. Übrigens spricht man vom Apfel der Verführung, Pomme de Paris. Dabei waren es 4 paradiesische Äpfel, die dabei die bevorzugten Lokalitäten auszeichneten. 2 oben, 2 unten. Dazwischen eine Auster, eine Pflaume, Zwetschge, Feige, mit oder ohne Blatt davor. Welche Spaltkernfrucht sie auch immer bevorzugt möchten.
als ein Aufklappscharnier oder als Brücke fungiert, und zwar statisch so gewagt, dass man sich immer fragt, warum das nicht gleich auseinanderklappt. Das Schema ist demjenigen korrelativ, was man im Inneren des Gehirns wiederfinden kann, als Struktur des sogenannten Tegmentums, der vier Hüftplatte und auch des Chiasmas. Also ist dieses Gesehene in der bevorzugten Lokalität der Frau, dort wo etwas fehlt und nach Ergänzung ruft, nichts anderes als ein Spiegelbild der vorderen Sehapparatur, in dem auch immer etwas darauf harrt, ausgefüllt zu werden, zu sehen. Im einen Falle von hinten betrachtet, im anderen von oben. Xyle, die Krabbe, das Chiasma, die Weltenbrücke. Haben Sie übrigens schon mal einen Apfel sagittal oder horizontal aufgeschnitten und dann die Form des Butzelkerns betrachtet, da haben Sie das Herz der Dinge und des Feigenblatts gleich wieder. Ihre Körperformen sind das frommende Versprechen auf dasjenige, was daraus werden wird, sofern man abtaucht in dieses Innenhohl rund einer ungestörten Polypolform. Frauen sind Formwandler, Formumwandler, die Formel erfunden haben, die man vermittels Form, Formgestalt, Formahnung, Formbild, Formverzauberung, Formhypnotisation aus einem lediglich potenziellen, ein real notwendiges macht. Das ist aristotelische und lakonische Zaubermetamatik. Der Signifikant erfüllt sich dann, wenn das Ding in die Form eintaucht, um zu Inhalt zu werden und sich auszufällen als Neugegenstand. Form als Faszination eines potenziellen Energeier, das zu werben werden kann, dass es dem potenziell Möglichen übertreten kann, ins Notwendige, ins Gemachte. Das ist der Ursprung des Begriffs Ei, Energeier, das potenziell Mögliche, welche vermittels Form und Ding zum notwendigen Real werden wird. Das war es immer, was Frauen transportieren, das Verfehlte oder Fehlende in der frohen Hoffnung auf neue Notwendigkeit umzuwandeln vermittels der Form. Mittels Frohfrömmigkeit war Form und Gläubigkeit, sprich Schönheitsraum.